Als ich klein war, dachte ich, dass dort oben Vögel fliegen, die so schnell sind, dass sie den Himmel zum Schäumen bringen. Dort, zwischen den Wolken, finden wir eine außergewöhnliche Welt aus Wind, Eis und Wasser. Hier unten auf der Erde gibt es unendliche Möglichkeiten und Ideen, um dort oben hinaufzukommen. Wieder und immer wieder. Ich träume vom Fliegen und sitze in der Elf nach Hongkong. Es ist eine Sucht, fliegen zu wollen. Der ewige Wunsch, hinter den Horizont zu schauen. Doch ich werde es wohl niemals schaffen. Denn so schnell wir auch fliegen, der Horizont ist immer gleich weit entfernt. Muss ich vielleicht höher hinauf? Wo bin ich? Wie lange ziehe ich nun schon mit dem Airliner um die Welt? Ist dieser Flug nach Hongkong meine letzte Reise, mein letzter Flug? Kontinente zogen unter mir vorbei, Städte, Kulturen und immer auf der Suche nach der Seele des Fliegens. Im Geiste schaue ich zurück auf diese Flüge und im Frachtraum ruht ein Erlkönig. Stumm und kühl sitzt er da, glotzt mich an mit seinen Scheinwerferaugen. Wer fliegt die Fracht durch Nacht und Wind? Ein Autopilot, der niemals spinnt? Die Fracht im Bauche sicher und warm. Ich lese Gala oder träum ich schon lang? War so Goethes Gedicht? Oder bin ich schon hinter dem Horizont? In 37.000 Fuß Höhe. Ein Gewitter rüttelt uns kräftig durch. Egal, Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht. Und ich denke an Lucy, die vom Fliegen träumt und mir im Senegal Geschichten vom Fliegen erzählte. Oh.
Aber ich schwimme in der Luft. Aha. Wenn ich schwimme. Ich fliege, ich schwimme in der Luft. Oh. Also es ist schon mühsam. Also ich habe durch das Fenster sehr gerne rausgeguckt im Flugzeug. Warum? Also erstens, man konnte sich Geschichten überlegen mit den Wolken oder was alle machen, die Formen, man sieht immer Formen drin. Und was komisch ist, man hat immer den Gefühl, man kann das irgendwie, das ist nicht mehr zu sehen, Wolken, aber auch zu anfassen. Als ob das hart ist oder sowas, weil man so nah ist. Aber eigentlich mehr faszinierend war, das Meer zu sehen und Bergen. Und ja, und es war faszinierend. Aber meine schöne Erinnerung mit sowas ist viel später gekommen, wenn ich nach Nepal geflogen bin. Und da habe ich eine völlig andere Einstellung gehabt, also von oben. Weil die Erde sah anders aus. Also diese Stadt war nicht mehr, wie ich das kenne von oben, sondern das war braun und nicht so viele grün und die Dächer, die waren flach. Also da habe ich, das war mein erster Schock und ich gedacht habe, oh, so eine Stadt habe ich mich nie vorgestellt. So was. Also für mich, Fliegen ist verbunden mit Schlafen. Nicht mit Kaffee und wach sein und, aber es ist schon ein bisschen einsam, obwohl man alle zusammen da oben ist in einem Flugzeug. Also ich finde schon, es ist immer so ein, man muss irgendwie, man fängt an zu denken und immer sich klein zu fühlen irgendwie. Würdest du gerne mal rund um die Welt fliegen, ohne auszusteigen? Nee. Warum? Nein. Weil für mich ist es auch, Reise ist auch die Menschen zu sehen und die Geruch, also zu spüren, wie das dort ist, die Kultur, aber auch wie einfach da, was für Musik da zu hören ist. Und ich glaube, ich mag auch gern den Gefühl zu haben, dass die, wenn man läuft und so weiter, man spürt wirklich auch die Distanz. Und Fliege ist was anderes. Also man ist über alles plötzlich. Der Alte hatte bei der Landung die 737 auf die Runway gepflanzt. Welcome to Africa, wir haben Dakar getroffen, verkündete er uns über die Bordlautsprecher. Welcome to Aldiana, hatten sie an der Rezeption zu mir gesagt. Ich jedoch kämpfte mit dem Jetlag und die Animateurin meinte, ich hätte wohl das Konzept des Clubs nicht so richtig verstanden, als ich zu ihr sagte, bitte bleiben Sie noch so lange an der Bar stehen, bis die 5 Gin Tonic, die Sie zum Einschlafen brauchen, Sie endgültig gegroundet haben. Wenn's dunkel wird, wird's langweilig. In 12 Kilometern Höhe schaue ich aus dem Fenster und die blaue Stunde kündigt die Nacht über dem Atlantik an und ich sehe nix. Düster wird es da draußen vor der Scheibe. Schwarz vorne, schwarz hinten und schwarz unten.
schwarz wie die Nacht. Schwarz-Afrika halt, sagt der Co. Und das Funkgerät krächzt dazu sein statisches Rauschen. Ein roter Reflex auf dem Radar könnte die Spitze einer Gewitterwolke oder ein entgegenkommendes afrikanisches Flugzeug sein. Positionslichter ziehen vorbei. Keine Anzeige im NAV. Nichts. Ein Geisterflugzeug. Woher, wohin, das weiß keiner. Eine Meile rechts vom Airway fliegen wir. Machen alle hier oben, auch die, die uns entgegenkommen. Ist sicherer über Afrika, denn so recht weiß hier keiner, wie die Flugsicherung funktioniert. Ein Elmsfeuer tanzt an der Frontscheibe entlang, als wir eine Gewitterwolke durchfliegen. Nachts sieht die keiner, bis der Blitz sie hell aufleuchten lässt. Wir stehen im leeren Raum, über uns die Sterne und um uns ein Schauspiel der Natur, das die Nacht erhellt. Gigantische Blitze erhellen die Wolken und weisen uns den langen, dunklen Weg über den Atlantik. Und ich denke an Pfarrer Wolfgang, der von sich sagt, wenn ich predige, schlafen alle, aber wenn ich fliege, beten sie. Nach einer Woche am Arbeitsplatz und Schreibtisch, wo man sich vorkommt, nur zweidimensional. Und dann die Füße weg vom Erdboden. Und dann werden alle meine Probleme von der ganzen Woche mit jedem Höhenmeter kleiner. Dieses Gefühl ist gleichzeitig eine richtige Befreiung für die Seele, um diese herrliche Natur und Gottes Schöpfung von oben zu genießen. Von daher freue ich mich jedes Mal. Schlimm ist nur der Rückweg, wenn man dann wieder im Auto sitzt und an der ersten roten Ampel stehen muss. Bei dir? Man kann es ja kaum schöner ausdrücken, wie es der Wolfgang gerade gesagt hat. Es ist wirklich so. Es fängt auch so an. Das heißt, man steht unten, meistens als kleiner Junge, guckt in den Himmel und stellt sich vor, dass das Übermenschen sind, die da sitzen. Bei mir war es so, ich habe mal dann ein kleines Sportflugzeug landen sehen und konnte überhaupt nicht fassen, dass der Pilot ganz normal auf zwei Füßen läuft. Und so fängt dann die Krankheit an. Die entwickelt sich in der Form, dass man dann anfängt, Modellflugzeuge zu bauen, dann normalerweise Segelfliegen lernt und irgendwann landet man dann bei der Motorfliegerei. Und wenn die Krankheit ganz schlimm wird, dann endet sie als Berufspilot irgendwo auf dem linken Sitz von einem Airliner. Soweit ging es bei mir nicht, sondern ich kann nur am Wolfgang beipflichten. Mir gefällt die Fliegerei genau aus dem Grund so schön, weil es eben nicht beruflich gemacht werden muss, sondern weil man halt einfach Spaß haben kann. Und man sieht die Welt aus einer anderen Perspektive und es macht halt einfach nur Freude. Mhm. Fliegen ist schön. Warum? Fliegen ist eine Leidenschaft. Und bei Fliegen lernt man auch Frauen kennen. Bestes Beispiel ist, Frau, komm her. Meine Frau. Aha. Ja, vom Fliegen, was sollen wir erzählen? Wir fliegen beide, ne? Und wir fliegen gerne. Das ist ja das, was er wissen wollte, ob wir auch gerne fliegen. Und aber das auch. Ist in jedem Fall der Fall. Und dann machen wir es ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Und du bist länger wie ich? Ja, aber das hängt ja mit dem Reifezustand zusammen, ja. Den ich jetzt schon befinde. Ne? Aber wir haben schon eine ganz tolle Sache erlebt. Bei Gott. Oh ja. Wenn ich an meinen ersten Alleinflug denke, 1957, ist eine ganz schöne Zeit vergangen. Ja, Fluglärm, ne? Knochensammler. Knochensammler. Ne? Knochensammler. Ja, wie war es denn damals, das erste Mal? Damals, das erste Mal, das kann ich dir genau sagen. Ich saß da drin. Es war eine MÜ-13E von unserer Segelflugabteilung, die wir damals hatten. Und ehrlich gesagt, ich hing am Seil, das Seil fiel raus. Der Flieger machte das, was ich wollte und ich habe geflennt wie ein Schlosshund. Du hast nicht glaubst, geht mir jetzt fast zu, wenn ich nur daran denke. Schön. Das ist irre. Das ist, man kann es nicht, es gibt also dieses Lied wer's vom Reinhard May zum Beispiel, nicht erlebt hat, der da nicht. Sagt, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, der ist ein Text dabei, der heißt, was treibt mich eigentlich aufzusteigen und dort oben meine Kreise zu drehen? Und dieser Trieb, das ist also fast eine Droge. Mhm. Wer davon infiziert ist, vom sogenannten Bacillus aviaticus,
der ist nicht mehr zu retten. Also die Amerikaner haben den Ausdruck dafür, eine Flying Nut, also ein fliegender Verrückter. Flying Nut. Ja, ich bin ein fliegender, filmemachender Verrückter und träume von Afrika. Schwarzwälder Kirsch in Nairobi. Das Hotel eine Oase. Man hatte mich und meinen Captain beim Fotografieren als Spione verhaftet. Für 500 Kenia-Schilling kaufte ich uns frei. 12 Euro für den dicken Schwarzen mit der Pistole hinter dem Tisch. Fett schmatzte der Ruß der Dieselabgase an die Scheiben des Taxis, das uns ins Restaurant Carnivore brachte. Ein Paradies für Grillfleischliebhaber, doch die Hölle für Vegetarier. Heiß landete Spieß für Spieß an meinem Tisch und dumpf wummerte die Musik dazu aus der Disco nebenan. Das Fleisch dort drüben sei noch frisch. Gazellen, wie mir der Ober sagte, während ein weiteres Stück gegrillter Strauß auf dem Teller landete. Doch es gab Dinge, über die man mit Cousinen aus Nairobi nicht weiter spricht, außer über den Preis. Wieso heißt Luftfahrt eigentlich Luftfahrt? Die fliegen doch alle und die einzigen, die wirklich durch die Luft fahren, benutzen noch nicht mal einen Motor. Die fliegen, fahren mit viel heißer Luft, aber sind alles andere als aufgeblasene Typen. Zum Flugtag in Moosburg regnet's in Strömen. Und auch die Ballonfahrer von Landshut, gleich um die Ecke, haben bei Regen für ihre niederbayerische Ballonwettfahrt ganz schlechte Wetterkarten. Die Wettergötter sind uns gnädig gefahren. Ich hoffe, dass das reicht da. Dass das reicht. Wie viele Stunden brauchen wir? Zwei? Ja, das ist, wenn wir jetzt genau im Fenster hochkommen, dann haben wir im Prinzip, da sind wir in dem Fenster, bleiben wir im Fenster. Ja, das heißt, wir fahren ja mit dem schönen Fenster mit, wir können wieder mit. Ja. Jetzt ist ja die Frage, dass ja dieser letzte in der Nähe von München steht, ich schaue einfach ab. Ja, das warten wir jetzt eigentlich, dass der sich nicht irgendwo zu uns rüberschiebt oder wie auch immer, sondern hat der tatsächlich noch nach Südosten abzieht. Aber. In einer halben Stunde sind wir klar. Fliegst du gerne, Bianca? Wenn wir wohin fliegen, wo es schön ist, ja. Was heißt schön? Wo es was Schönes zu essen gibt, wo man was Schönes machen kann. Mhm. Was macht ihr da, wenn was zu machen gibt? Was machen wir da? Naja, Sightseeing, Essen. Lebensqualität genießen. Schön. Das gehört zum Fliegen dazu? Das gehört absolut zum Fliegen dazu. Fliegen ist Lebensqualität und mit einem Flieger kommst du dahin, wo es Lebensqualität gibt. Gib mir mal so einen Tipp, wo geht man denn dann so? Wo fliegt man denn dann so? Das kommt ganz auf die Zeit an, du. Es gibt nichts über ein schönes Wochenende mit dem Flieger, wo du einfach ganz gemütlich samstagmorgens losfliegst, an die Küste zum Beispiel. Und dann schön bei einem Fischabendessen den Abend ausklingen lässt, am nächsten Tag wieder zurück. Der Jan hat mir schon ein bisschen einen Vorgeschmack gemacht. Es soll so ein ganz ein liebes kleines Lokal geben, irgendwo in Südamerika. Das werden wir dann erst suchen müssen. Und da soll es hervorragende Steaks geben. Und eigentlich, ich habe ja schon ein paar Piloten kennengelernt und jeder sagt, da unten gibt es einfach das beste Rindfleisch und das beste Essen. Richtig, und guten Wein haben sie außerdem. Und einen guten, die Argentinier. Ja, den werden wir, glaube ich, dann auch probieren, wenn wir dort sind. Sicher. Wie heißt der? Malbec. Malbec, ja. Erzähl mal vom Desnivel. Vom Desnivel? Ja, das ist eine Kneipe. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, weil es ist wirklich sehr einfach, aber es ist eine ganz herzliche Atmosphäre. Man kommt rein, man wird begrüßt von dem...
Man wird begrüßt von dem Grillmeister, der da den ganzen Tag an einem ungefähr 3 Quadratmeter großen Feuer steht und einfach die größten Stücke Fleisch grillt. Ist das ein einheimisches Lokal? Gehen da Einheimische hin oder nur Touristen? Nein, da gehen hauptsächlich Einheimische. Das heißt, es bewahrheitet sich wieder, dass man dorthin gehen essen soll, wo die Einheimischen hingehen. Ja, genau. Es ist sehr gut und obendrein ist es auch noch günstig. Ja. Was kostet so ein Steak dort? Also ein großes Steak, also eine Größe, die man in Deutschland eher nicht kennt, das kostet so um die 4 Euro. Das ist teuer, ja. Ja, das ist 4 Euro ein Steak, da kriegst du bei uns nicht einmal eine Suppe in Österreich. Eine Nudelsuppe, ohne Nudeln. Nacht auf dem Airport. Moskitos, feucht, staubig und orangenes Licht. Verflucht sei der Erfinder der Natriumdampflampe. Die Maschine steht auf dem Vorfeld, tau beschlagen. Eiskalt aus Fläche 350 auf heißem Beton. Wir starten in die Nacht und hängen im Nichts zwischen den Sternen und der Schwärze des Meeres. Irgendwo hier verschwand der Air France-Flug im Atlantik. Es ist die gleiche Luftstraße, die gleiche Position. Es ist still im Cockpit. Alles steht im Rauschen der Luft. 470 Knoten schnell, doch reglos. Raumzeit, bis die Sonne am Horizont wieder aufgeht. Wir haben ein Pferd an Bord. Hey, es ist eigentlich die falsche Richtung. Wohl eine Reklamation aus Arabien. Garantie oder so. Oder? Warum sollte man sonst ein Pferd aus Arabien zurück nach Südamerika fliegen? Die Stadt ist ein Steak und ihr Blut der Rotwein. Sicher, Buenos Aires hat noch vieles anderes zu bieten. Ein schönes, großes, teures Hotel zum Beispiel, einen schönen Hafen oder schön viel Verkehr. Aber ich bin hier, um eine andere Attraktion zu besuchen. Denn Essen in der Altstadt von Buenos Aires hat einen Namen. Desnivel. Das Steak heißt hier Lomo und der Wein Malbec. 3 Tage nur Fleisch. Die Steaks sind ein Traum. Die Stadt ist bezaubernd und mich plagt der Jetlag. Ja, ich bin fit. Denn wer das aushält, kann eigentlich nur unglaublich gesund sein. Zum Frühstück gibt's Süßes und ab Mittag wieder Steak. Oh ja, die Welt ist ein Lomo und die Musik, die spielt dazu.
por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, eigentlich hat es alles so auch familiäre Hintergründe. Der Onkel meiner Frau war Segelfluglehrer in Herrenteich, hier in der Nähe von Mannheim. Und der nahm mich zum ersten Mal im Segelflugzeug mit. Und diese Infektion, die kriegst du nicht mehr los. Es ist in der Tat eine Sucht, die Fliegerei. Wirklich, aber eine mit erheblichen Nebenwirkungen, aber nur positiver Art. Von daher kann ich auch nur sagen, alles, was man da erlebt, mit dem Wetter, mit dem Wind, das Gefühl, auf dem Ruder den Winddruck zu spüren, dieses Gerät zusammen in der dritten Dimension zu haben, gehört ja zum Urtraum der Menschheit eigentlich dazu. Das zu genießen und das machen zu können, das finde ich auch in der Gemeinschaft mit den anderen und in der Gemeinschaft der Clubkameradinnen und Kameraden einfach was eine ganz tolle auch soziale Erfahrung. Eine soziale Erfahrung der dritten Dimension. Ja. Könnt ihr euch an euren ersten Alleinflug erinnern? Oh ja, das war so, das war die Landebahn 09. Und ich kam dann allein da oben rum und vor der Landebahn waren Leute in ihren Schrebergärten am Kartoffelhacken. Und das weiß ich bis heute noch. Ich dachte, wenn ihr jetzt wüsstet, mit welchen Schweißperlen auf der Stirn jetzt wenige Meter über euch ich da herunterkomme, ihr würdet die Haken fallen lassen und zumindest mal auf die Seite gehen. Das ist die Erinnerung, die ich noch hatte. Aber dann war es ja erledigt und man hatte ein Riesenerfolgserlebnis. Ja, und dann kamen Hunderte von guten und Hunderte von gemurksten Landungen, wie das halt zum Fliegerleben dazu gehört. Und bei dir? Also kein Mensch vergisst den ersten Alleinflug. Das ist einfach etwas, was nicht möglich ist. Man sitzt irgendwann einmal im Flugzeug und der Kamerad, der die ganze Zeit neben einem saß und wo man weiß, dass der auch noch länger leben will, steigt plötzlich aus und sagt, ich wünsche dir einen guten Flug. Zu dem Zeitpunkt ist es noch harmlos, wenn man dann aber das Gas reinschiebt und irgendwann nimmt der Flieger die Räder von dem Boden. Kann ich mich erinnern, da habe ich gedacht, jetzt gibt es eigentlich keinen Weg zurück. Jetzt musst du alleine wieder runter. Ja, und meistens geht es ja auch gut. Bei mir ging es auch gut, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht stehen. Und von Stund an hat man halt nur noch Spaß daran. Rambach, bei uns bei Gruppe Lanze. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, also bei uns schaut es sehr gut aus. Wir haben also strahlenden blauen Himmel, die Sonne scheint. Jetzt hoffe ich nicht, dass sie mir was anderes sagen. Aha. Ja. Ja. Okay, können Sie mir noch die Winde bitte bitte geben? Boden und 3000 Fuß. Da reicht mir, weil oben drüber geht eh nichts. Über 3000 geht nichts für Jörn. Aber für unseren Airliner auf dem Weg nach Norden ist das ein Klacks. Afrika ist wieder einmal unser Ziel. Und die Küste Südamerikas zieht unter uns vorbei. Brasilien kommt in Sicht. Rio, ja, Rio, die Copacabana, der heißeste Strand auf diesem Planeten, liegt mir zu Füßen. Doch unberührt bleibt der Zuckerhut unter uns zurück und sehnsüchtig ziehe ich dahin. Zu Hause ist Spargelzeit.
Vom Skychef gibt's Spargel mit Kartoffeln und Rindfleisch. Spargel, Lasagne, Carpaccio, Käse und Erdbeercreme, Kaffee, Tee, Saft, Wasser und... Oh nein, Katastrophe! Tomatensaft ist nicht an Bord, während wir den Äquator kreuzen. Ein Flug ohne die gepresste Tomate. Ich höre schon die Gäste schreien. Entzug wird sie dahin raffen, apathisch brabbelnd in der Holzklasse sitzend. Schadenersatzklagen in Millionenhöhe aus der Business Class. Genervtes Personal und ein Airline-Chef, der sich vor den Zug schmeißt. Und ich? Ich schaue aus dem Fenster und es passiert mal wieder nix. Fliegen ist langweilig. Irgendwie, ja, naja, aber langweilig. Im Cockpit checkt der Co. die Route, der Alte den Fuel Flow und irgendwie, naja, langweilig eben. Und ich? Ich schau mal wieder aus dem Fenster und es passiert nix. Naja, irgendwie halt. Die Nacht holt uns ein auf dem Weg nach Afrika. Aber stopp! Fliegen wir ihr nicht entgegen? Wie lange bin ich eigentlich schon unterwegs? Woher? Wohin? Und was ist das nächste Ziel mit dieser losen Ansammlung fliegender Teile, die durch die Kunst des Piloten zusammengehalten wird? Ich habe heute praktische Flugprüfung, genau. Und? Ja, natürlich aufgeregt hoch drei. Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. Mhm. Allein schon, wegen der ganzen Flugplanung und weil ich nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. Ich kenne zwar die Prüfungsstrecke, das sind ja zwei Strecken, für den Fall, dass es über dem Odenwald zu schlecht ist vom Wetter her. Und insgesamt einfach zu aufgeregt. Ich will dir gerade eine kleine Story erzählen. Ich hatte mal Ärger mit einem Motor und der zwang mich in der Schweiz ein Feld zu küssen. Und dabei habe ich dann die eine Fläche abgehängt und habe mir die Rippen gebrochen. Und ansonsten ging mir es gut und dann war ich so 8 Wochen im Krankenhaus. Da haben die mich da so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und dann haben wir Sonntagmorgen, habe ich mir gesagt, so jetzt gehst du auf den Flugplatz. Dann bin ich auf dem Flugplatz. Dann habe ich mir die Schlüssel geholt von einem Flieger. Dann habe ich mich reingesetzt und habe ihn angelassen, natürlich nach Vorflugkontrolle. Und bin rausgerollt und habe mir geschworen, wenn du jetzt abhebst und du fühlst dich nicht wohl, dann gibst du die Fliegerei auf. Ich habe abgehoben und die Fliegerei nicht aufgegeben. Also das Interessante für mich ist ja, also einerseits immer die Leidenschaft, gar keine Frage. Und dann kommt ja noch dazu, dass man sich mit unheimlich vielen Gebieten auseinandersetzen muss. Ob das die Meteorologie ist, der Funk zum Beispiel, der Sprechfunk. Lufthansa Cargo 8409 Hangover, der Last System Epic Contact Karachi Control 126.5. Karachi 126.5 for Lufthansa Cargo 8409. Karachi, good morning, Lufthansa Cargo 8409er. Lufthansa Cargo 8409er, good morning. Good morning, good. 8409er, MD-11 from Hong Kong to Sharjah, maintaining now flight level 340, estimate TASOP 0146. Kilo Echo next, go ahead. Cargo 8409er, maintain 340 and call your position. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe.
Landing gear. Down for green. Auto brake. Minimum. Spoilers armed, flaps. 35. VAD. Check. Landing check is completed. Charge at the morning. The cargo 8409. Final, and we want to get inside. So the cargo 8409, charge the target and HS 997, continue approach runway 12. Midland 12840. Negative, continue approach. Continue approach 12. So. Sehr viel weiß, ne? Approaching Venomont. Venomont. Continue. 400. Alles aus dem Fenster. 300. Back on, stop. Yep. 200. 100. Wind von links 10. 50, 40, 30, 20, 10. Sharjah. Ich lande in Sharjah. Ein Königreich bei 45 Grad. Und in der Hotelbar gibt's nur Coke bei 3. Meine Kamera macht schlapp. Das schwarze Gehäuse glüht. Es ist zu heiß. Selten hat mich der Anblick einer Stadt so betrübt. Draußen vor dem Hotel ist es heiß und staubig. Wüste, Wüste halt. Während ich nun endlich schweißüberströmt meine Aufnahmen machen kann, schaue ich hinüber nach Dubai. Dort ist alles noch höher, noch größer und noch glänzender. Noch heißer vielleicht? Wer kommt eigentlich hierher, außer mir, einem Filmemacher auf der Suche nach der Seele des Fliegens? Fliegendes Personal, Geschäftsleute, Touristen aus Deutschland, die im gekühlten Hotelpool baden? Fliegen, ja fliegen, schnell weg, nur fort von hier. Ein letzter Blick auf trockenes Land. Noch immer Wüste, Wüste bis zum Horizont. Und im Kühlschrank der Elf wartet ein kühler Orangensaft, als wir ein paar Minuten später wieder die Wolken erreichen. Rauschend wie immer ziehen wir dahin und begegnen anderen Reisenden in den Wolken. So nah und doch so weit entfernt. Getragen von Luft, getrieben von Kerosin auf heißem Strahl in unendlichem Blau.
Modellbauer beherrschen in Landshut den Himmel über der Startbahn. Ich denke an eine Szene aus dem Film Der Flug des Phönix. Hardy Krüger spielte einen besessenen Flugmodellbauer und rettete dadurch die Überlebenden eines Absturzes in der Wüste. Modellbauer, sie bauen Jets, Doppeldecker oder fliegende Hexen. Sie brechen Rekorde, jagen durch den Himmel und doch sitzen die meisten von ihnen niemals selbst auf dem Pilotensitz und steuern ein Flugzeug von innen. Ja, Fliegen ist für mich natürlich schon eine Faszination, die mich seit meiner Kindheit fesselt. Und die Entwicklung der Flugzeuge sieht natürlich so aus, dass irgendwann mal solche Teile da entstehen. Und das ist für mich Fliegen. Na, Fliegen im großen Flugzeug ist bei uns lokal, wo ich wohne, nicht möglich. Der nächste Sportflugplatz ist relativ weit weg. Und somit beschränkt sich meine Fliegerei halt auf das Fliegen von Modellflugzeugen. An dem Flugzeug habe ich relativ kurz gebaut, also einen Winter. Und dafür mit Unterstützung meiner Kinder, meiner Frau, also fast Fulltime. Was sagen die Kinder und die Frauen denn dazu, wenn du die meiste Zeit wieder im Flieger verbringst? Das ist genau der Knackpunkt. Ich verbringe eben nicht die meiste Zeit mit dem Flieger. Das sind so kurze Perioden, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich mal 10 Wochen im Keller dann. Natürlich macht man schon auch mit den Kindern was, man geht mit ihnen zum Skifahren und so. Aber wenn man dann am Abend nach Hause kommt, dann wird wieder gebaut. In Freilassing wohnen wir in der Einflugschneise vom Salzburger Flugplatz. Man hört es da schon, die Flugzeuge, die kommen. Interessant ist natürlich, wenn Oldtimer kommen, sind einige in Salzburg stationiert. Die Arbeitskollegen, Otto, was ist das für ein Flugzeug? Ich sage dann DC-6, ohne hier nachgeschaut zu haben. Also in einem Airline im Cockpit sitzen finde ich, glaube ich, nicht so prickelnd. Aber in so einem alten Warbird mal mitzufliegen oder das zu steuern als Cockpilot, das wäre sicher eine tolle Sache. Es war sicher mal ein Traum als Kind, hier Pilot zu werden. Aber man muss hier immer die Kirche im Dorf lassen und die Fähigkeiten halt erkennen oder die ausschöpfen, die man hat. Und ich denke mir, so in meinem Berufsleben stimmt es auch ganz gut, auch wenn ich hier kein Airliner-Pilot geworden bin. Ich habe dann Maschinenbau studiert und das verbindet sich natürlich auch super mit dem Hobby hier. Ich habe 2 Berufe, eins ist Schreiner und dann das zweite ist der Maschinenbauingenieur. Und da kann man natürlich dann solche Flugzeuge in Eigenregie schon bauen und entwickeln und die Zulassung beim Luftfahrtbundesamt vorbereiten und alle diese Dinge halt. In Venedig war ich letztes Jahr, ganz klassischer Familienausflug, mit den kleinen Kindern, mit der Fähre rübergefahren, haben wir eben diesen Markusplatz angeschaut und die Tauben gefüttert, wie es halt alle machen. Ja. Was ist für dich Venedig? Einmal gesehen haben, für gut befinden und es reicht für 10 Jahre. Warum reicht es für 10 Jahre? Ja, weil es einfach schon eine gute Erfahrung ist, aber nicht so positiv, dass ich da jedes Jahr hin muss. Also es ist schon geprägt, so Touristen und so. Hast du eine Gondelfahrt gemacht? Leider nicht. Keine Gondelfahrt? Keine Gondelfahrt, nein. Würdest du gerne mal eine machen? Also beim nächsten Mal könnte man das sicher ins Auge fassen, hier eine Gondelfahrt zu machen, weil das stärkt dann vielleicht das Bewusstsein doch, wie die Leute früher gelebt haben, was die Leute an Venedig so fasziniert. Traumhafte Stadt. Ich habe ein Parkknöllchen gekriegt, weil ich auf dem Busbahnhof geparkt habe mit einem Pkw. Venedig ist ein Traum. Signore e signori, abbiamo iniziato la nostra discesa verso Venezia. Vi prego di mantenere le cinture allacciate. Vi sarete voluto porre la schiena in posizione verticale, spegnere tutti i dispositivi di atterraggio, grazie.
Monitor und Termine uns Venedig durch Sie wieder schnell zu bleiben. Britische Venedig, die Stadt der Träume, der Gondeln, der Hochzeitsreisenden und ein Albtraum für den Ruhesuchenden. Wie viele Besucher kommen eigentlich pro Jahr hierher? Wo finden wir sie noch, die Stille dieser Stadt auf Pfählen gebaut und langsam im Meer versinkend? Millionen und Abermillionen Menschen wälzen sich durch die Gassen, entlang der Kanäle und auf den Plätzen. Versinkt die Stadt vielleicht unter dem Gewicht der tonnenschweren Touristen? Venedig, meine erste italienische Liebe, wo bist du? Bezaubernd in deiner Jugend und verfallend im Alter. Ich bin auf der Suche nach dir und deinem Charme. Und schließlich finde ich dich doch, nicht weit entfernt. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen, träume von Venedig und der Gondoliere singt dazu. Jetlag, was ist das?
Es gibt schließlich eine gute Therapie dagegen. Ab ins Hotel und schlafen bis mittags. Dann shoppen. Zurück ins Hotel und wieder schlafen. Schlafen am Pool, essen und wenn man es nicht schafft, wieder schlafen. Und der Jetlag hat keine Chance. Der Wake-up-Call riss mich aus dem Schlaf. Alles war wie in Watte getaucht. Kaffee in der Lobby. Alles schlief noch auf dem Weg zum Airport, getaucht in orangefarbenes Licht. 8 Uhr morgens, Pushback und Rollen zur Startbahn. Filme machen ist anstrengend. Tja, hätte ich halt was Gescheites gelernt, denke ich, während der Malbec und das Lomo von gestern Abend mit dem Kaffee von heute Morgen um die Vorherrschaft in meinem Gedärm und Gehirn kämpfen. Wie machen das eigentlich die Jungs und Mädels, die als Piloten da vorne im Cockpit Tag für Tag einen Airliner um die Welt fliegen? Scheinbar kein Jetlag und immer fit auf ihrem Umlauf um die Welt? Pilots are strong. We fly everything, every day and everywhere. Und überhaupt, wo habe ich das eigentlich schon wieder gehört? War es in Vancouver, Tokio oder Kairo? Ich jedenfalls werde nie mehr Fleisch essen, nie mehr Wein trinken. Wasser und Brot, mehr nicht. Okay, number 3 start. Okay. Ja, Fliegen war bei mir schon immer eine Sache gewesen, die mich seit frühester Kindheit interessiert hat. Ich habe schon im zarten Alter von 7-8 Jahren habe ich mir Bücher gekauft mit allen möglichen Flugzeugen, was man so als Jugendlicher liest, aber das hat sich dann irgendwann weiter vertieft, dass ich dann auf die Seiten gegangen bin oder die Literatur, wo die ganzen Instrumente erklärt waren. Und ich war dann in relativ kurzer Zeit auch imstande, von der 747 das Instrumentenbrett zu erklären. Gut, später mit der beruflichen Ausrichtung hat es nicht so sehr geklappt. Ne? Und obwohl ich da auch die Intuition hatte, Pilot zu werden, die Wege haben sich da anders eingestellt, aber das Thema Fliegen hat mich dann auch immer weiter begleitet. Bis ich dann irgendwann mal mit einem Ausflug nach Spanien gefahren bin, wollte nur mal einen Tandemsprung machen. Und dann war eigentlich auch sofort der Kontakt zum Fallschirmspringen hergestellt. Konsequenz von diesem Tandemsprung war, ich habe mich auf mein Motorrad gesetzt, bin nach Hause gefahren, habe nochmal Geld geholt und dann ging es wieder zurück und ich habe mich für eine Ausbildung angemeldet. Und innerhalb von 2 Wochen hatte ich dann die AFF-Ausbildung absolviert, die mich berechtigt auch zum alleinigen Springen, habe dann in Deutschland die Lizenz gemacht und seitdem hat es mich dann auch nicht mehr losgelassen. Was ist für dich die Seele des Fliegens, des Fallschirmspringens? Die Seele des Fliegens ist einfach das Losgelöstsein, dass man, ich will mal sagen, abgehoben nicht im geistigen Sinne, aber im körperlichen Sinne. Das ist für mich eigentlich wichtiger. Das heißt, dass die Realität da ist und dass es einen Boden gibt, damit werden wir bei jedem Sprung konfrontiert. Aber es ist allein, sind es diese Momente, dass man auch im Steigflug mal relaxed alles unter sich lassen kann. Dass man mal ein paar Momente hat, wo man da in sich gekehrt ist, wo man sich auf eine wesentliche Sache konzentrieren kann, die einem jetzt unmittelbar bevorsteht. Und in dem Moment ist eigentlich alles rum erstmal in weiter Ferne. Das heißt, man ist halt intensiv von dieser Sache auch eingenommen, was man jetzt in den nächsten Minuten bewerkstelligen muss. Und insofern ist dann doch die Faszination, dieses Erleichterungsgefühl, auch wenn es dann vorbei ist, wenn man seine Aufgaben richtig gelöst hat, wenn sich der Adrenalinpegel wieder etwas senkt, ist dann doch mit recht angenehmen Glücksgefühlen verbunden. Enter Backtrack. Davor hat sie gesagt, Enter Backtrack. Ich war 15 und ich habe beim ersten Mal alleine richtig gejauchzt.
Ich habe mich so gefreut, dass ich jetzt alleine drin bin und alleine entscheide, was ich mache und mir keiner mehr reinquatschen kann, was ich jetzt vielleicht besser machen könnte oder nicht. Weil in dem Alter war ich natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen eigen, wie halt alle Teenager so sind. Und dann konnte man das ganz alleine. Wir können also Leute mit 15 schon alleine fliegen lassen und für die ist es ein Wahnsinnserlebnis. Für mich auch. Ist der nächste. Jede Art zu fliegen hat ihre Faszination. Also sowohl alles Fliegen, was mit Geschwindigkeit, mit Jets zu tun hat. Also ich genieße auch Starts und Landungen von großen Flugzeugen. Wenn es dann oben ist, ist es eigentlich eher langweilig, wenn es an die Bewertung geht. Aber diese Start- und Landephasen sind für mich interessant. Das Fliegen in kleinen Flugzeugen, an Flächenkleidern, an irgendwelchen Kleinstflugzeugen, die mit Motoren ausgestattet sind. Da ist in jedem Bereich, also in jedem Luftfahrzeug, ist das Ergebnis und ist eben das Erlebnis, Fliegen anders wahrzunehmen. So, hier ist Golf, da geht's rein, ne? So schräg. Jetzt treffen wir gleich den Kollegen. Tanz zu schnell, ja. Bitte? Ja, du tanzt zu schnell, er kommt aus dem Bild. Ja, ich sehe es gerade. Von Mulhouse nach Tel Aviv geflogen. Und dann war klar, der Steward fragte dann, oder irgendwie kamen wir drauf, dass ich auch am Fliegen interessiert bin. Und dann führte der uns, damals war das noch üblich, nur straks ins Cockpit. Genau. Dort saß der Pilot in Command und hatte die Füße oben auf der Konsole und eine solche Havanna im Gesicht. Und dann erzählte er mir, dass jetzt die Sache per Autopilot ja geht. Und wenn die Havanna so lang ist, dann ist er über VOA Zypern und muss einen Sinkflug nach Tel Aviv einleiten. Das war seine Markierung. Auch so geht Fliegen. Navigation via Havanna. So, Delta ist dann der nächste rechts, da fahren wir dem jetzt hinterher. Ganz eilig, gell? Wir haben auch Zahnärzte, die fliegen. Wir haben aber auch ganz normale Handwerker, Menschen, die sich das Hobby wirklich viel Geld kosten lassen und dafür auch viel Urlaub verzichten oder auf andere luxuriöse Dinge, die eben Normalbürger haben, wie ein Flachbildschirm im Wohnzimmer oder ein Kamin oder eine Sauna oder ein teures Auto, kommen unsere Piloten eben oft mit dem Fahrrad hierher. Und setzen sich für das wohlverdiente Geld in das Flugzeug und haben für 2 Stunden einfach mal die Beine vom Boden und die Seele in der Luft. Und wer mal mitgeflogen ist, weiß auch, warum man sowas machen kann und ist, denke ich, auch schnell infiziert von dem Virus Fliegerei. Dreht dann nochmal schön ins Bild hier. Ne? So wunderbar. Besser geht's doch gar nicht. Besser im Camping konnte ich nicht. Das ist eine Szene gesetzt. Das kannst du nicht lernen. Ne? Das kannst du nicht lernen. Es gibt Lufthansa-Werbefilme, ich sag's dir. So. Von Buenos Aires sieht die Kamera und wir werden gleich alle eingesperrt, gefoltert und dann über Atlantik aus so einer Transall rausgeschmissen, so 100 Meilen raus. Oder direkt abgeschossen. Das sind doch Schauergeschichten. Die schrecken ab. Schauergeschichte. Also die Disziplin einer guten Vorbereitung des Fluges hat auch damit zu tun, dass man die Befestigungsbetonklötze vorher wegmacht und nicht wie der Motorsegler dann abhebt, in den Schrebergarten hinein sich setzt, weil er den Betonklotz hinten noch am
Schwanz des Flugzeugs hat und dann lakonisch über den Funk sagt, ich glaube, es ist was passiert. Übrigens habe ich noch einen Traum, was das Flugzeug betrifft. Ich möchte gern mal in meinem Leben, bevor ich meinen Schein hergebe, und wenn es nur der rechte Sitz ist, auf einer DC-3 fliegen. Mhm. So richtige Uhren drin und nicht so viel Computer. So richtig nostalgisch. So, Approach ist frei. Gleich rollen. Nach Prof, Autofloid, Departure Frequenz System. Ich bin gespannt. 19 Uhr, das passt. Okay. You have it? Earth Control. Ich fahre dich noch auf die Bahn. You have Control. Take off. Take off power set, you have it. Stunde um Stunde durch Raum und Zeit. Wir fliegen vor der aufgehenden Sonne dahin. Wird sie uns einholen oder schaffen wir es, ihr davon zu fliegen? Wie hat einst Reinhard May gesungen? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ganz nah rücke ich an die Scheibe heran. Das Cockpit verschwindet aus meinem Gesichtsfeld und der Himmel wird weit. Nie habe ich die Welt von oben so gesehen. Hinten in der Kabine sind die Fenster einfach zu klein, um diesen Blick aus dem Flugzeug zu haben. Fasziniert schaue ich hinaus und völlig losgelöst treibe ich über surrealistische Landschaften und Wolken dahin. Ja, okay, werden wir sehen dann in der Früh. Okay, super. Delta Oscar Mike Alpha India, herzlichen Dank und einen schönen Abend und ich hoffe, dass ich nicht zu sehr auf die Nerven gefallen bin. Ja. Okay, danke, ja, ciao. Go Willy go.
sagst, wenn es geht, wenn es wirklich nicht geht, dann sagst du, dass wir da hinten in den Zipfel reinkommen. Ja. Dass du mit dem Buch schon so vorfährst, dass die da hinten in den Zipfel reinkommen. Ja, wenn ich den Sack jetzt anschaue, der schaut eh schon wieder in meine Richtung. Ja, also ist wahrscheinlich, gehen wir ja sowieso die Richtung. Ja. Ja, ich schaue jetzt mal, also wenn es hier unten geht, bleibe ich da. Genau. Ja, schaue, dass ich nördlich von Landshut komme. Genau. Ja, platziere mich da und dann können die anderen nach Lust und Laune. Ja, und schaut, dass du so viel Grafik wegholst. Ja, wenn's gut, geht. Ich sage, wenn es in Richtung geht, jetzt, dann passt die Linie höchst wahrscheinlich unten sowieso nicht. Halt, okay. Früh am Morgen, alles schläft. Doch wir erheben uns fauchend wie ein feuerspeiender Drache mit unserer Montgolfiere in die Luft. Still, leise, hängend an einem mit schimmernder bunter Seide umgebenen Tropfen heißer, flimmernder Luft fahren wir dahin. Wir sind also gestartet hier in Erlamühle und haben entsprechend wenig Wind gehabt. Das heißt, ich habe oben am Deckel mich bewegen müssen, ja, 3.500, dann auf 4.500 rauf, um überhaupt ein bisschen Wind zu haben. Und ich habe sie nur immer reden hören, ja, da hinten, ja, da und so weiter. Mir hat das erstmal alles nichts gesagt. Dann habe ich schon mal ein bisschen nachgefragt, ja, du kennst ja da hinten her. Ja, Käuferkofen und hier ist die Wirtin und so weiter. Also wir waren ziemlich hoch oben, weil unten, wie gesagt, null Wind war. Und ja, da unten, ja, dann frage ich, wie gehört die Wiesen da oder das grüne Feld? Ich habe nicht sehen können, was es denn genau ist. Ja, das gehört mir, aber es verpachtet, kein Problem. Ja, dann sind wir in einen Rutsch runter, sind praktisch mehr oder minder fast auf dem Parkplatz der Wirtschaft runtergekommen. War natürlich ein kleiner Menschenauflauf, ja, weil die Wirtin da auch noch drin war und die Oma und ach, was weiß ich alles. Ja, sind natürlich dann anschließend in die Wirtschaft gegangen, haben uns gut verköstigt, ja, getauft und so weiter. Tür geht auf, wer kommt rein? Ja, kommt rein. Gehört's denn ihr da? Ja, was wusst denn du da? Ich habe gewusst, dass das eine Stammkneipe ist. Ja, sag ich mal, wo öfters man hingeht. Und na, so wie lange fährst du denn schon Ballon? Ja, schon, was weiß ich, 10, 12 Jahre. Ja, dann sag ich, ja, hast deine Passagiere schon mal vom Flugplatz heim gefahren? Nein, noch nie. Dann siehst du, wie man es macht. Immer weiter. Ich fliege noch immer um die Welt und mein fliegender Teppich ist diesmal die MD-11. 260 Tonnen, getragen von ca. 8000 Litern Sprit pro Stunde. Und ich denke an den Film Casablanca. Eine der großartigsten Szenen der Filmgeschichte, in der ein Flugzeug vorkommt. Es ist Nacht. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman stehen vor dem Flugzeug. Er nimmt ihr Kinn in seine Hand, Tränen in ihren Augen, hebt ihr Gesicht an und sagt zu ihr: Ich schau dir in die Augen, Kleines. Dann steigt sie ein und fliegt davon, hinaus in den Regen. Doch nicht Casablanca, war Bogart eigentlich jemals dort? Sondern Hongkong ist mein nächstes Ziel. Es wartet auf mich hinter dem Horizont. Hongkong und ein Traum, der noch nicht zu Ende erzählt worden ist.
Lande in Hongkong mit 5 Stunden Verspätung. Wolken hängen tief über Victoria Harbour und das Blau des Himmels färbt die Wolken. Monate war ich nun schon unterwegs und in den Straßenschluchten von Hongkong trifft mich der Jetlag. Doch zu faszinierend ist diese Stadt. Noch ein Bild hier, eine Szene da, dort ist noch ein Motiv. Und langsam verliere ich mich in dieser Megacity aus Geräuschen, Gerüchen und fernöstlicher Hektik. Take Visa, ruft sie mir lächelnd zu. Die Nacht, lau und hell, mit Lichtern, die die Damen aus dem Bridge in grelles Neonlicht tauchen. Ein Döner beim Ebenezer, shoppen auf dem Night Market. Im Federboa Club rufe ich, Jetlag, wo bist du? Doch zu kurz war der Tag und keine ganze Nacht in dieser Stadt. Eben ein Traum, der noch nicht zu Ende geträumt worden ist. Von Dusk Till Dawn blieb mir nur eine kurze Umarmung der Stadt. Die 11 wartet. Der Abschied von Hongkong ist nass und es regnet in Strömen. Der Crewbus rast mit uns durch die Nacht und orange stäubt der Regen im Licht der Laternen. Natriumdampflampen haben die Welt erobert. Warum nur beschwert sich eigentlich keiner über dieses fürchterliche Licht? Doch im Cockpit schimmern vertraut und grün die Neonlampen in ihrem fahlen flackernden Schein. Der Co. checkt die Route, der Alte den Flieger und ich schließe die Augen und träume vom Fliegen. Denn der Jetlag hat mich nun doch noch erwischt. Chicago 8409, wind 210 degrees, 15 knots, runway 25 left, clear for takeoff, no delay. Lufthansa Chicago 8409, clear takeoff, runway 25 left. FedEx 12, taxi Kilo Lima 2, Bay Charlie 10 right. Kilo Lima 2, to the Bay, FedEx 12. Bye bye Hongkong, goodbye. Und die Wolken verschwinden in der Dunkelheit. Ich bin unterwegs und fliege um die Welt. Wolken ziehen an uns vorbei. Eine außergewöhnliche Welt aus Wind, Eis und Wasser. Und es gibt viele Möglichkeiten, hier hinauf zu gelangen. Gebirge und Schluchten aus Wasserdampf. Zum Greifen nah und doch nie fassbar. Nebel, der durch die Finger rinnt. Ein Hauch von Flüchtigkeit bei minus 56 Grad. Tödliche Schönheit, von mir getrennt durch ein paar Millimeter beheiztes Glas. Und der Horizont ist weit. Es ist eine Sucht zu fliegen. Der ewige Wunsch, hinter den Horizont zu schauen, wird nie vergehen. Ein Traum der Menschheit wurde wahr. Und wir haben Vögel entworfen, die so schnell fliegen, dass sie den Himmel zum Schäumen bringen. Thank you.
Seele des Fliegens, dass man nicht hier unten sein möchte.